Ja, oh, ja, jetzt funktioniert das. Also, nach all den, doch wundervoll, herzlich willkommen also erstmal zu einer weiteren Ausgabe von Erzählte Zeit, die Veranstaltungsreihe über biografisches Schreiben und Literatur von und mit der Autorin Anne Gröschner. Ich freue mich sehr, dass Anne Gröschner heute Helga Schütz mit ihrem Buch Heimliche Reisen zu Gast hat und ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch. Nicht erschrecken, wie erwähnt, kommt jetzt dieser kleine Jingle und danach gehört dem Podium das Wort. Und zunächst möchte ich Sie aber ganz herzlich bitten, unsere Gäste mit einem kräftigen Applaus zu begrüßen. Mein Name ist Isabel Wanger und ich wünsche Ihnen und uns eine spannende Veranstaltung. Vielen Dank. Willkommen auch von mir. Herzlich willkommen, Helga Schütz. Ich freue mich sehr, dass wir hier beide oben auf dem Podium sitzen. Das ist die 41. Folge einer Reihe, die es seit 2008 gibt. Die heißt Erzählte Zeit. Und da geht es eigentlich so um das Entstehen von Biografien, von Autobiografien, von autobiografischen Romanen auch, eher weniger. Aber heute haben wir auch mal eine Ausnahme gemacht. Es geht um Fragen der Recherche, der Form, dem Umgang mit der Chronologie und der Konkurrenz mit Quellen und Archiven. Und es gibt ein ironisches Motto unserer Reihe, ein negatives Bonmot von Wladimir Nabokov. Eine Biografie zu schreiben sei das Bedürfnis eines gierigen, aber beschränkten Geistes, sich einen saftigen großen Mann herzunehmen, ein armes, wehrloses Genie und sich seiner sehr fernen Vergangenheit mit der Unverfrorenheit des Schlaubergers zu nähern. Unsere Reihe war natürlich gegründet worden, um das zu widerlegen, indem wir Leute einladen, auf die das nicht zutrifft. In unserem heutigen Abend trifft das unter Garantie nicht zu. Wir haben nicht sehr häufig autobiografisches Schreiben gehabt. Ich erinnere an Schröder erzählt, dieses große Opus Magnum von Jörg Schröder und seiner Frau oder Marina Achenbach. Das Buch, über das wir heute sprechen, trägt gar keine Gattungsbezeichnung. Heimliche Reisen, aber wir kommen noch darauf. Ich möchte Ihnen Helga Schütz vorstellen, die Sie wahrscheinlich alle kennen, seit 1972. Aber trotzdem werde ich das nochmal machen, weil wir haben ja hier auch einen Livestream und es gibt sicherlich auch Leute, die hier zugucken, die noch gar nichts von Helga Schütz gelesen haben. Mit 14 hat Helga Schütz Gärtnerin in Dresden gelernt, was man ihren Texten immer anmerkt, weil es sind auch immer botanische Geschichten. 2020 erschien das Buch von Gartenzimmern und Zaubergärten bei Aufbau, wo es um diese Gärten geht. Über die Arbeiter- und Bauernfakultät kam sie an die Filmhochschule Potsdam-Babelsberg, studierte Dramaturgie und wurde freie Drehbuchautorin für Dokumentar- und Spielfilme. Für ihren langjährigen Lebensgefährten, DEFA-Regisseur Egon Günther, verfasste sie viele Drehbücher, unter anderem die Drehbücher zu Lots Weib, Wenn du groß bist, lieber Adam, was nach dem SED-Plenum 1965 verboten wurde. Die Schlüssel, die ich sehr empfehlen möchte, die habe ich mir letztes Jahr angesehen und zum ersten Mal und war sehr erstaunt. Die Leiden des jungen Werthers. 1978 ging Egon Günther in den Westen. Helga Schütz blieb und hat mit Roland Gräf und Lothar Warnecke zusammengearbeitet. Zuletzt waren Faller das letztes Kapitel und Stein ihre Drehbücher für die beiden. Und sie hat aber eben auch immer literarisch geschrieben oder seit Anfang der 70er Jahre, 1972 erschien der erste Erzählband und bekannt wurde sie vor allen Dingen mit Büchern wie Jette in Dresden 1977 oder Julia oder die Erziehung zum Chorgesang. Und Christoph Diekmann hat in der Zeit geschrieben, sie profilierte sich als Autorin einer filmbildlich genauen, feingliedrigen Prosa ohne Putz, in einem lichten, zugleich abgründigen Deutsch. Er hat auch diesen schönen Satz geschrieben, Ostdeutschland hat zwei literarische Chronisten von sehr verschiedener Natur, beide stammen aus Schlesien. Und er meinte damit Christoph Hein und Helga Schütz. Mit dem Verschwinden der DDR entstanden Romane, Grenze zum gestrigen Tag, 2000 spielt in Potsdam, an der Grenze zu West-Berlin.
Knietief im Paradies geht zurück in die Zeit als junge Gärtnerin im zerbombten Dresden, dessen Zerstörung sie nach der Flucht aus Schlesien als Kind überlebt hat. Sepia von 2012 begleitet die Babelsberger Filmstudentin, die proletarische Perle Eli, rund um den Mauerbau. 2017 die Kirchendiebin handelt von der Gegenwart und der Schnelligkeit der Zeit, je älter man wird. 2018 wurde Helga Schütz erste Ehrenbürgerin von Potsdam im generischen Maskulinum erster weiblicher Ehrenbürger Potsdams. Ich weiß nicht, wie lange es die Ehrenbürgerwürde gibt. 1000 Jahre? 200 bestimmt. Ja. Potsdam ist ja nicht so alt, aber ja, es ist bedenklich, aber sehr schön, dass Sie das geworden sind. Und sie lebt dort seit 1955. Man könnte bei der heimlichen Reisen sagen, wie der Berliner so sagt, es geht um Paris-Rom-Erkner. In dem Fall um Großklinike, Nepal und Rom oder Paris-Florenz-Erkner. Es geht um Schwimmen und Wandern und es geht um Ausreißer. Und meine erste Frage, bevor Sie anfangen, im RBB-Kulturgespräch mit Frank Meyer haben Sie sich zu Fontane bekannt. Der hat sein autobiografisches Schreiben ein Versteckspiel genannt, ein Verbergen, um gefunden zu werden. Alles ist nach dem Leben gezeichnet, so beginnen meine Kinderjahre. Für etwaige Zweifler sei es Roman. Und Sie haben gesagt darauf, wenn ich einmal behaupten würde, dass ich die Wahrheit sage, nichts als die Wahrheit, dann ist es mit mir vorbei. Von da an habe ich kein Gedächtnis mehr. Wie würden Sie Ihr Buch bezeichnen? Also Roman kann ich es nicht nennen, weil es ja viele Kapitel sind, die eine Überschrift haben. Also das ist dann eher doch eine Sammlung. Aber ich habe kurz vorher nochmal wirklich die Kinderjahre gelesen oder angelesen und nochmal auch die Bemerkung von Fontane, also aus lauter Befürchtung, dass vielleicht da etliche erkannt werden in dem Text, die Kinderjahre, will ich es mal lieber Roman nennen. Und klar, man möchte es gerne, ja, der Abstand ist ein wichtig, das muss man schon erklären, also weil ja, also so Autobiografen, also die autobiografische Schreiben suchen in der Literatur, die sind dann oft enttäuscht. Am meisten enttäuscht war meine Mutter, die also meine ersten Bücher gelesen hat und jeweils erschrocken war. Die dachte, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Also ich wusste nicht, warum das alles so schräg ist und so viel erfunden und eigentlich doch überhaupt nichts stimmt. Sie hat immer gedacht, alles das, was geschrieben wird, ist auch wahr. Aber sie war halt so, konnte ich ihr nicht tun. Und also die Distanz ist doch sehr, sehr wichtig. Aber in dem Fall, in anderen Büchern steht der Roman drin, in dem Fall ist jetzt gar nichts drin. Wurde das vorher besprochen im Verlag, dass man da jetzt gar nichts reinschreibt? Man hätte können Roman, also wenn man ganz fürwitzig gewesen wäre und sich über alles hinweggesetzt hätte, auch das Roman nennen können vielleicht. Aber es gibt einen anderen Vorspruch, der die Sache ein bisschen in der Distanz hält. Ja, vielleicht hören wir mal ein erstes Kapitel. So, jetzt fange ich an zu lesen. Gerne. Das ist dann, daran kann ich mich etwas festhalten. Schon Ende der 20er Jahre hatte die Dorfstraße ab Kirchplatz, wo die Sommerhäuser anfingen, einen neuen Namen bekommen. Dieser Teil hieß nun Seepromenade. Noch in der Vorkriegszeit wuchs der Ort weiter in Richtung Königswald, Römerschanze bis zu den Senken, wo früher die Ziegeleien den Ton abtrugen, den nachmaligen Karpfenteichen, bis in Sichtnähe des geschützten tonhaltigen Sargrohrsees. Berliner Siedlungsgenossenschaften parzellierten, verpachteten oder verkauften. Autobusse schufen die Verbindung zwischen dem Grünen Ring und dem städtischen Zentrum. Das Zentrum hieß Spandau. Man fuhr zum Einkaufen und zum Vergnügen nicht nach Berlin oder nach Potsdam. Man fuhr zum Ursprung, zur Wiege von Brandenburgs bewegter Geschichte. Man fuhr nach Spandau.
In St. Nikolai hatte sich Kurfürst Joachim samt seiner Mark Brandenburg zum reformierten Christenglauben des Dr. Martin Luther bekannt. Unweit in der Zitadelle fand man noch Zeichen der Wohnburg, die sich Albrecht der Bär als Herrschersitz hatte bauen lassen. Das war die Mitte, dort lag der Anfang. Unsere Geschichte begann im April 1962. Ich wohnte damals mit meinem dreijährigen Sohn in einem Zimmer zur Untermiete in einem großen Stadthaus an der donnernden Hauptverkehrsstraße im Industriegelände von Babelsberg. Wir würden nächstens Zuwachs bekommen, denn ich war schwanger. Der werdende Vater hatte Lust, mit mir und dem Buben einen Ausflug zu machen. Frühlingsluft schnappen, das war eine beseligende Verheißung, herrlich. Dazu taugte der Königswald. Dort gab es Wanderwege und einen See. Schwäne, Enten, mit dem Auto 30 Minuten immer der Nase nach Richtung Norden. Die Schwäne waren zwar fortgeflogen, aber sonst die Frühlingsluft, die liebe Sonne, alles war da. Das Auto ließen wir im Wald neben dem Institut für volkseigene Fischerei. Der Steg für die Angler war repariert worden, neue sichere Bretter, ein neuer Pfosten. Dort saßen wir mit den Füßen im Wasser. Robby lag auf dem Bauch, er tunkte eine Schnur hinunter zu den großen und kleinen Fischen. Schwärme wechselten die Richtung, zogen hin und her. Ein wunderbarer Frühlingstag. Ich dachte kein bisschen ängstlich an die Zukunft, obwohl ich eigentlich hätte ängstlich sein müssen. Die Zeitungen schrieben von Raketen mit Atomsprengköpfen. Die Rede ging, dass die Russen ihre Raketen wahrscheinlich hier in Kramnitz verstecken würden. Ich hatte kein Geld, keine ordentliche Bleibe. Ich hatte meinen Jungen, war schwanger und hatte an meiner Seite einen verheirateten Gefährten, dem in einer Kleinstadt im Gebirge eine katholische Frau angehörte. Ich hatte nach dem Studium leider keine Arbeitsstelle bekommen, denn ich hatte auf 30 Seiten frech einen Sitzenbleiber gegen ein hilfsbereites Kollektiv verteidigt und damit ein schlechtes Examen absolviert. Ich stand in Unehren auf der Straße des Lebens auf. Meinem Gewissen türmte sich Schimpf und Schande, sehr viel Schuld. Es war nur gerecht, dass ich nun zusehen musste, wo ich blieb, so außerhalb der geordneten Bahn. Eine Nachtigall sang, es war die erste in diesem Jahr. Sie sang, schlug, flötete. Es war die erste, die ich überhaupt in meinem Leben hörte. Lieber Bub, das ist, glaube ich, eine Nachtigall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn sie 7-mal schlägt, hat sie sich ihren Namen verdient. Es war schön am See. Wir wollten nun noch den Freund meines Gefährten besuchen. Wir brauchten das Auto nicht. Wir konnten hinlaufen, quer durch den Wald, auf Sandwegen. Robby, die Taschen voll Kienäppel. Er sagte, Munition. Munition? Wieso Munition? Wozu brauchst du denn Munition? Das sind Kiefernzapfen zum Basteln. Da kann man Kühe draus machen und Igel und Schweine und lange Ketten oder 7 Zwerge. Robby warf einen schrägen Blick, erhob einen Zapfen auf, er kniff ein Auge zu, um zu zielen. Zack, gegen den Baumstamm. Ein Treffer, der ist nun tot. Mein Gefährte lief voraus, er trug die Schuhe in der Hand, er ging gerne barfuß über Wiesen oder im Sand. Wir grüßten 2 patrouillierende Grenzsoldaten. Wir befanden uns in Grenznähe, aber noch nicht im Grenzgebiet. Hier durften wir wandern. Ich grüßte im frischen grünen Wald. Schon wieder die Nachtigall, oder waren es sogar 2 oder 3? Die Freunde lebten, wie ich es mir erträumte, mit eigener Badewanne, 2 Kindern, einer Großmutter und einem Hund. Nanni
arbeitete als Laborantin in der Nähe in der Siemens-Villa, heute Heinrich-Heine-Sanatorium. Wir blieben zum Abendessen. Die Kinder spielten im Garten, Robby brav mit den beiden Freundesknaben und dem Hund. Wir lachten viel. Die Gastgeber hatten den Tisch bulgarisch gedeckt, Geschirr, Mitbringsel von der vorjährigen Urlaubsreise, Gerichte, wie sie es gelernt hatten, unterwegs. Reisen bildet. Weil ich die Fahrerlaubnis inzwischen gemacht hatte, durfte mein Gefährte trinken. Mavrut, roten Wein aus Keramikbechern. Nani und ich gingen hinaus zu den Kindern. Wir brachten die Schaukeln in Schwung. Nani versprach mir das Laufstelchen. Aber ich hatte bei Bruno Bettelheim gelesen, Stelchen nimmt man heute nicht mehr. Man sperrt kleine Kinder nicht mehr hinter Gitter, weil das den Charakter verdirbt. Als wir wieder ins Haus kamen, hörte ich, dass die beiden Freunde schon bei der Sache waren. Wir waren nämlich nicht nur zum Rotwein trinken gekommen, wir hatten einen Traum. Ein kleines, leerstehendes Haus in einer Laubenkolonie bei Rehbrücke. Das Richtige für uns, aber ferne zu fern. Wir waren keine richtige Familie. Mein Gefährte hatte hier kein Wohnrecht und ich konnte als Alleinstehende keine Arbeitsstelle nachweisen. Zwischendurch, meist nachts, wenn wir uns in den Armen hielten, dachten wir, vielleicht gibt es doch einen Weg. Vielleicht braucht man nur einen Rat, ein paar Hintergrundinformationen, Glück, Beziehung, um dem Schicksal eine Nase zu drehen. Wir mussten es schlau anfangen. Uns durfte kein Fehler unterlaufen. Die Sache musste man still und von oben angehen. Am besten, man meldete sich gleich bei einem Bürgermeister. Man müsste den Bürgermeister persönlich kennen. Man müsste mit ihm befreundet sein. Du kennst doch euren Bürgermeister. Vielleicht kennt euer Bürgermeister den Bürgermeister von Rehbrücke. Wir ließen uns Wasser und Wein nachgießen. Der Freund stimmte zu. Genau so muss man es anfangen. Nicht erst an eine Amtstür klopfen. So was muss über persönliche Beziehungen laufen, über die Bezirksgewerkschaft oder über Bürgermeister. Es war Abend geworden, Finsternis und erste Sterne. Wir fuhren trotzdem noch alle zusammen mit dem Auto des Freundes ins Dorf hinunter zum Bürgermeister. Er kam vom Fernseher zum Gartentor. Unser Freund erklärte die Sache. Ein kleines, leerstehendes Haus in Rehbrücke. Da sagte der Bürgermeister, so eine leere Bude habe ich auch. Er quetschte sich mit uns ins Auto. Wir atmeten nicht mehr. Wir fuhren die Dorfstraße und dann die Seepromenade entlang. Der Bürgermeister signalisierte unserem Freund, wo er anhalten sollte. Unser Freund stellte das Auto quer auf die Straße und schaltete sein gelbes Fernlicht an. Angestrahlt wie im Theater, lag von hohen Kiefern gekrönt, wolkig eingebettet, von weiß blühenden Büschen ein schönes, zierliches Haus. Grenzgebiet, sagte unser Freund. Es ist leider nicht heizbar, sagte der Bürgermeister. Wir blieben stumm. Ich war überwältigt. Zwei Fensterlein, eine Tür, im Dach eine Luke für den nächtlichen Mond. Wenn man sich in der Hinterfront das Gleiche dachte, 2,5 Zimmer, Küche und wenn das Glück perfekt sein sollte, steckte hinter dem kleinsten Fenster sogar eine Badewanne. Andere wohnen auch im Grenzgebiet, sagte der Bürgermeister. Für Einwohner gibt es Genehmigungen, Passierscheine oder Stempel im Personalausweis, die Heizung im Haus. Das ist das große, unlösbare Problem. Im Grenzgebiet kann euch dann aber kein Schwein besuchen, sagte unser Freund. Bis zum Gartentor kann jeder kommen, sagte der Bürgermeister. Wir stehen hier mit dem Auto zum Beispiel ganz legal. Zwar falsch, verkehrswidrig, aber legal. Was meinst du? Fragte mein Gefährte. Es ist wunderschön, murmelte ich.
Der Bürgermeister verwaltete die Schlüssel, er kümmerte sich um zeitlich befristete Passierscheine. Eine Woche später waren wir zur Stelle. Wir besichtigten die beiden Zimmer rechts und links der Haustür, Blick zur Straße. Dann ging es eine gewundene Treppe hinunter in den großen offenen Teil des Hauses. Küche, noch ein Zimmer, Saal und Terrasse. Von hier aus sah man den See und am Ufer die verzurrten Stacheldrahtrollen, die festgemachte Grenze. Das ist der Westen, sagte der Bürgermeister. Es ist ein recht großes Sommerhaus, äußerte ich mit gepresstem Herzen. Ja, und leider nicht zu beheizen, beschied der Bürgermeister. Die Bude ist leider auf warme Sommersonne angewiesen. Aus der Traum, so die Stimmung der Männer. Der Freund wiederholte auf seine Art tröstend, denkt daran, es ist Grenzgebiet und das wird sich nie ändern, nie, eher im Gegenteil. Mein Gefährte machte ein finster fragendes Gesicht. Das wird wie im alten China, erklärte der Freund. Eines Tages steht hier quer durchs Land eine dicke Mauer. Der Bürgermeister runzelte die Stirn. Wer soll denn die bauen? Sieh dir unsere Straßen an, ein Schlagloch am anderen. Kein Material, keine Maschinen, keine Leute. Eben darum, weil es so ist. Der Stacheldraht ist erst der Anfang. Der Freund meines Gefährten hatte gut reden, denn der hatte es gut in seinem Häuschen und auch sonst. Er drehte Puppentrickfilme in einem Atelier, das in der Küche des Babelsberger Schlosses untergebracht war. Lauter Märchenfilme, das tapfere Schneiderlein, König Drosselbart, blöde Könige, listige Untertanen. Mein Gefährte prophezeite zwar, auch das wird bald schief gehen. Spätestens wenn der hässliche König an seinem Bart oder an seinem Strohhut als ein Heutiger mit Namen und Funktionen erkannt wird. Ein Märchenfilm, in dem eine Dornenhecke vorkommt, ist jetzt schon tabu. Dornröschen, das Märchen kannst du vergessen. Ein paar Tage darauf war ich, da die Passierscheine 2 Wochen galten, noch einmal allein mit dem Bus zum Bürgermeister gefahren. Er tat mir den Gefallen. Er führte mich geduldig durch die Räume. Er ließ mich eine Weile allein. Ich stand unten im Saal am großen Fenster, beobachtete eine Katze, wie sie geschickt durch den Stacheldraht stieg, vom Land zum Wasser. Schade, dachte ich. Schade um das Haus. Und um den See und um das Land, die Bäume. Schade um die Nachbarschaft mit Nanni. In Gedanken sah ich die Kinder Federball spielen, schaukeln, die Kaninchen füttern. Ich setzte mich auf das fremde Fensterbrett. Unten gingen Grenzsoldaten mit einem Hund. Ein viel zu großes Haus in einem Gebiet, wo nur Grenzsoldaten spazieren gingen, wo man jeden Tag vor Augen hatte, dass die Welt kaputt war, mit Stacheldraht notdürftig zusammengeflickt. Manche sagten geteilt, auch das war richtig geteilt oder geflickt, jedenfalls schrecklich. Ein schrecklicher Nachkrieg. 17 Jahre Nachkrieg, 17 Jahre Frieden. So viel Frieden gab es noch nie, doch sagen die Alten, zwischen den beiden Kriegen 20. Also bleibt uns noch ein Rest. Und nun kam ich mit einem zweiten Kind. Freut euch gefälligst. Ich dachte an meinen Gefährten. Ich liebte ihn sehr. Ich wollte alles tun für ein Nest. Was zu groß war, würde ich kleiner machen. Tapeten abreißen, Holz hacken. Ich würde altmodisch das Laubgitter von Nani im großen Saal aufstellen, damit das Kleine sicher war vor dem Stacheldraht und vor den gefährlichen Minen, von denen die Leute redeten. Minen unten am Ufer, wo die Katze herumschlich. Ich ging durch den Saal, stieg die geschwungene Treppe hinauf. Der Bürgermeister wartete vor der Haustür. Na? Ich überlege noch. Ich denke nach.
muss noch eine Nacht drüber schlafen. Der Bürgermeister blickte von oben auf meinen Bauch. Ich lasse Ihnen den Passierschein und den Schlüssel. 3 Tage haben Sie Zeit. Ich hatte eine Vision. Ich dachte an die Straße in der Nachbarschaft des Babelsberger Krankenhauses. Der nüchterne Ort erschien mir im Strahlenkranz. Ich sah Rohre, Eisen, Rost, keinen schlechten, sondern guten Rost, gestapelte lange Stangen, die von einer Kreuzung zur nächsten reichten. Auf dem Weg zum Kindergarten marschierten wir, mein Kleiner und ich, jeden Tag dort am Zaun entlang, hinter schützendem Maschendraht, die edelrostigen Rohre. Nach Durchmesser sortiert und gestapelt. Bestes Baumaterial. Zu der großen Lagerstätte gehörte eine kleine Baracke, auf dem Dach ein Schild: VEB Großanlagenbau Babelsberg Nord. Als ich das Gelände betrat, kamen mir 2 Männer in blauen Arbeitsanzügen entgegen. Ich suche einen Chef. Die Männer sahen sich an, als müssten sie sich entscheiden. Der bin ich, sagte einer. Ich hätte da gerne eine Frage. Gut, dann gehen wir mal ins Büro. Wir gingen in das kleine Gebäude, dann durch eine Tür mit der Aufschrift Betriebsleitung. Der Chef schob mir einen Stuhl neben den Schreibtisch. Durchs Fenster sah ich, wie sein Kollege in einen betriebseigenen LKW einstieg. VEB Großanlagen Kombinat Großprojekte. Ich saß auf dem Stuhl und sagte, ich brauche eine kleine Heizung. Wann? Fragte der Chef. Ich strich über meinen Bauch, sank in mich zusammen, richtete mich aber sofort wieder auf. Gleich, sagte ich. Wo? In einem Haus mit recht großen Fenstern, Türen, Treppen, einem Dach und Keller. Er unterbrach mich. Ist das Objekt projektiert? Und haben Sie einen Kessel? Haben Sie die Genehmigung vom Schornsteinfeger? Er zählte, eigentlich nicht unfreundlich, 1 nach dem anderen auf. Kurskontingent, Antrag auf Baustelle. Noch nicht, gab ich erst vorsichtig, dann forsch zurück. Ich fügte jedes Mal schnell hinzu, das dürfte aber bestimmt keine Schwierigkeiten machen. Und die Formalitäten reiche ich nach, baldmöglichst zu Ihren Händen. Während ich Stimmung machte, lief parallel meine Angst. Wann sagt er denn nun Schluss der Vorstellung? Daraus wird nichts. Sinnloses Theater. Sie wissen doch ganz genau, dass wir keine Heizung für alte, baufällige Sommerhütten bauen. Wir sind ein volkseigener Großbetrieb. Dazu kam es nicht. Die Befragung lief weiter und am Ende hatte ich dem großen VEB, der zu einem größeren Bezirksbaukombinat gehörte, einen Auftrag erteilt. Einbau einer Zentralheizung, Adresse Seepromenade. Es gab einen gefährlichen Stopp, als ich zugeben musste, dass das Objekt im Grenzgebiet lag. Ich sagte, ich würde mich mit Unterstützung des Bürgermeisters um Sondergenehmigung für die Handwerker kümmern. Herr Dien, sagte der Chef. Genau, das war der Name des Bürgermeisters. Der Chef lächelte. Es war ein schöner Zufall. Das ist ein Onkel von meiner Frau, sagte er. Wir leisteten Unterschriften. Er gab mir die Papiere und ein paar gute Ratschläge. Manches musste, weil sie im Kombinat gerade eine freie Spitze hatten, sehr schnell gehen. Ich pendelte ein paar Mal am Tag mit dem Bus zwischen Bürgermeister und Anlagenbau hin und her. Die Projektierung sollte auf Empfehlung des Chefs ein junger Mann übernehmen, der gerade sein Ingenieurstudium in Magdeburg beendet hatte. Die Rechnung müsse allerdings über mein Konto laufen, denn auf dem Konto des Sommerhauses läge 0, nichts. Wir brauchten später, so die Worte des Bürgermeisters, eine Zeit lang keine Miete an das Sperrkonto des Hauses zu überweisen. Wir könnten die Auslagen in den kommenden Jahren sozusagen abwohnen.
Der Bürgermeister konnte viel versprechen, denn er glaubte längst noch nicht daran, dass die Heizungsanlage mit Niederdruckkesseln Wirklichkeit werden würde. Er nickte und unterschrieb mit an Zukunft Kummer gewöhnter Zuversicht. Ich unterstütze alles aber unverbindlich, falls es schief geht. Und es wird schief gehen. Ich meine, es wird schon schief gehen. Mit diesem Zuspruch klopfte er mir auf die Schulter. Ich drückte uns beide Daumen. Mein Gefährte schlief unterdessen ruhig in einer Hafenstadt an der polnischen Ostsee, wo er mit dem Drehstab Außenaufnahmen machte. Er ahnte nichts von meiner großen Hoffnung, nichts von der Lawine, die ich wahrscheinlich losgetreten hatte. Geld, dachte ich, das können wir uns bestimmt von jemandem borgen. Wieder zu Hause war mein Gefährte ziemlich erschrocken, froh erschrocken und stolz auf mich. Zwischendurch schimpfte er mit mir, gerade jetzt. Er hatte seinen ersten eigenen Film angefangen zu drehen, in eigener Regie mit Drehorten in Dresden und im Hafen von Tschetschen. Eine heikle Geschichte, die im Schulmilieu und bei der Armee angesiedelt war. 3 Ministerien redeten mit. Kultur, Volksbildung, Verteidigung. Eine Scheidungsgeschichte, wo am Ende ein hochnäsiger Marineoffizier den Kürzeren zieht. Das sollte aber in den Ministerien niemand so richtig merken. Deswegen Breitbandformat, klassisch schwarz-weiß, oft lange Brennweite und Handkamera. Unser Märchenfilmfreund räumte uns einen Kredit ein. Er pumpte uns 5 Riesen, also 5.000 Mark. Vertreter der 3 Ministerien hatten sich im Studio zur ersten Mustervorführung angesagt. Mein Gefährte arbeitete nach dem Drehtag noch bis in die Nacht hinein im Schneideraum. Er bastelte eine Rohschnittfassung, legte pro forma futuristische Geräusche, dazu flotte Musik unter rasant gemischte Turnübungen, Sportunterricht in einer überstrahlten Schulturnhalle. Der Offizier machte am Rande in seiner Uniform eine stattliche Figur. Er wurde vom Darsteller des Ernst Thälmann gespielt. Unvergessen Sohn und Führer seiner Klasse, damals ein Film in Farbe, jetzt vermeintlich bescheiden in Schwarz-Weiß, jetzt begleitet von lateinamerikanischen Huapango-Rhythmen, vorläufig für die Mustervorführung geborgt aus der Westside-Story von Leni Bernstein. Die Vertreter der Ministerien sahen Eigensinn und Zuversicht. Sie waren überwältigt. Eine neue Handschrift, ein neuer Stil, ein Festivalfilm für Carlo Vivari. Der Filmminister umarmte meinen Gefährten. Ich war inzwischen nach Brandenburg gefahren. In der Kesselfabrik hatte ich einen 300er Niederdruckkessel aufgetrieben. Er sollte noch in diesem Quartal, also nächste Woche, geliefert werden. Ein Lagerverwalter gestand mir, dass sie nur noch ein paar Stück kleine Kesselöfen hätten und gar keine Formate mehr für Krankenhäuser und Schulen. Der Betrieb werde noch in diesem Quartal auf Futteranlagen für die Schweinemast umgestellt. Wahrscheinlich war ich ein Glückspilz. Unser Märchenfilmfreund vermittelte mir eine richtige Arbeitsstelle, einen richtigen Arbeitsvertrag. Ich sollte ein Exposé für einen Kinderfilm zum Thema Verkehrserziehung schreiben, einen Puppentrickfilm. Ich war gerettet. Und der Bezirk Potsdam hatte einen Schandfleck weniger. Ich war der einzige arbeitslose Hochschulkader, überhaupt der einzige Arbeitslose im Bezirk gewesen, eigentlich eine Asoziale. Mit dem Auftrag für das Filmexposé bekam ich im Stadthaus eine Versicherungs- und Steuernummer. Nun war ich ordentlich als selbstständiger Handwerker registriert. Im Alphabet des Karteikastens hinter den Schornsteinfegern ein Schriftsteller. Ich wusste schon einen Titel und die Anfangsszene für den Film.
Meine Schreibmaschine stand bereit. Bevor ich richtig loslegte mit dem Exposé, fuhr ich zu meinem Objekt in der Seepromenade. Es war ein schöner Sommertag. Ich hatte Badesachen mitgenommen, den blauen Anzug, wo mein Bauch noch hineinpasste. Vielleicht würde ich mal einen Schlenker machen zum See mit dem Anlegesteg, rein ins Wasser und wieder raus. Dafür war es vielleicht schon warm genug. Als ich mit Schlüssel und Passierschein vor dem Gartentor ankam, fand ich die Haustür nur angelehnt. Es waren keine Halunken, die sich im Haus zu schaffen machten. Es waren die Handwerker vom VEB Großanlagenbau Babelsberg Nord. Zwei Rohrleger, ein Maurer. Sie hatten das geräumige Zimmer mit Blick über den Stacheldraht und den Grenzsee, das ich inzwischen wegen seiner Größe Valhalla nannte, zur Werkstatt gemacht. Im Fauchen des Schweißbrenners vernahm ich hinter mir die Stimme des Bürgermeisters. Er kam in die Mitte, er hob grüßend beide Hände. Es sah aus, als segnete er den Ort. Die Männer redeten miteinander. Ich stand stumm irgendwo am Rande. Es ging um einen Wasseranschluss und dann um tote Muffen. Sie lachten laut. Die Stimmung war gut. Der Bürgermeister hatte an Zuversicht deutlich gewonnen. Also konnte auch ich ruhig bleiben und guter Dinge sein. Später sagte mein Märchenfilmfreund, du musst den Leuten mal einen Kasten Bier hinstellen. Es war ein wichtiger Hinweis und ich hätte selbst darauf kommen können. Den echten Effekt macht der Maler, hatte Nanni gesagt, aber der bringt dann den wohnlichen Schliff. Ich beschloss, keine Gardinen vor die Fenster zu hängen. Die Birken und Kiefern, die Reste vom Uferwald, sollten jederzeit meine Gesellen sein. Robby hatte sich einen Filzebogen gebaut. Er rannte fröhlich um das Haus. Komm, mein Kleiner, jetzt nehmen wir das Badezeug. Drüben am anderen Ufer, politisch im Westen, von der Himmelsrichtung her im Osten, konnte man von der goldenen Nachmittagssonne beschienen die Westler in unserem See herumspringen sehen. Man konnte sogar hören, wenn sie einander beim Namen riefen. Es war warm genug, es war Badezeit. Komm, mein lieber kleiner Robin Hood. Am Anglersteg waren die Schwäne wiedergekommen, Vater und Mutter mit 5 grauen Schwanenkindern. Robby sprach mit meinem Bauch. Hör mal zu, Bruder, die Schwäne sind da. Und am Abend erzählte er es unseren von einem erfolgreichen Drehtag erfüllten Gefährten. 5 kleine Schwäne, die hatten gar keine Angst. Und du? Ich hatte auch keine Angst. Robby faltete die Hände. Er betete am Abendbrottisch. Er ging in den evangelischen Oberlin-Kindergarten. Dort wurde gebetet. Wir fanden, beten kann nicht schaden. Sie machten im Kindergarten auch andere Sachen, singen und spazieren gehen. Robby betete, wenn er nicht ins Bett gehen wollte. Was machst du denn jetzt noch? Ich spreche mit dem lieben himmlischen Vater. Wie der Hirtenknabe auf der Postkarte mit dem Veitstoßaltar der Krakauer Marienkirche saß er am Tisch. Ein Engel schwebte geduldig über ihm, während ich gereizt und gerührt, ziemlich gottverlassen, an morgen dachte. Mein Exposé für den Kinderfilm Thema Verkehrserziehung wurde nicht akzeptiert. So nicht. Die Straße ist nicht grün. Das ist schon ein komischer, wenn nicht gar ein irreführender Titel. Wie ist denn die Straße? Rot, sagte ich, gefährlich für Kinder. Rot ist also eine gefährliche Farbe. In diesem Falle ja. Du gibst der Farbe Rot eine Symbolik, die sie nicht haben sollte. Rot ist Leben, Liebe, Arbeiterfahne. Ich stritt nicht länger. Der Film hieß ab sofort die Verkehrsampel, Untertitel erkenne die Farben Rot, Gelb und Grün. In 2 Tagen war der Text fertig. Der nächste Auftrag war ein Exposé für einen populärwissenschaftlichen Film über Kirchenglocken mit richtigen Glockengießern am originalen Schauplatz in der Glockengießerei in Apolda.
Die Regisseurin wusste, was sie wollte. Mach dir keine Sorgen, sagte sie mit Blick auf meinen Bauch. Schon war sie unterwegs, die unerschrockene Frau, nur 5 Jahre älter als ich. Sie ging einfach voran, von der Schmelze bis zu ersten Klangproben. Sie wollte nicht warten, etwa bis zur Produktionsfreigabe. Sie wollte mit Kamera und Ton von Anfang an dabei sein, still, ungestört, ungeleitet. Erst danach überflog sie die Liste mit den Vorgaben und Empfehlungen der stoffführenden Dramaturgen. Genau das habe ich im Kasten. Mein Exposé bedachte sie mit einem freundlichen Wort. Sie habe es gern zur Kenntnis genommen. Mir zum Vergnügen hatte ich die letzte Fassung des Textes wie ein Gedicht in freien Rhythmen aufgeschrieben. Vivos voco, ich rufe die Lebenden. Es war schön, mit Lina im Schneideraum zu sitzen. Die Szenen brauchten eigentlich keinen Kommentar. Hände, die den Glockenrohling nach dem Probenanschlag berührten. So viel Ruhe, so viel Klang. Ich lauschte dem singenden Metall, das zart aus der Ferne rauschte, dann in einer langen Einstellung wie ein brausender Flusslauf allmählich in eine Quelle zurückfiel. Stille. Lina unterstrich eine Zeile nach der anderen in meinem Exposé. Deinen Text lasse ich von einer Kinderstimme sprechen. Sie war glücklich. Eine Rauchpause musste jetzt sein. Lina ging in die Kantine. Ich lief zum Kindergarten. Tante Erna stand mit Robi an der Hand vor der Tür. Er war wieder das letzte Kind, das abgeholt wurde. Heute machte mir Tante Ernas Strafblick nichts aus. Ich bedankte mich zweimal. Ich revoltierte mit kniefallartiger Höflichkeit. Es war 17:45. Ich fischte aus der Kühltruhe im Konsum 2 Waffelklötzer Moskauer Eis. Es schmeckte wie süße gefrorene Butter. Robby rülpste. Ich fühlte mich wie eine Löwin, satt, stark und auch reich. Spätestens nächste Woche würde die letzte Rate für das Exposé fällig sein. Dann bin ich noch reicher. Andern Tags war mir immer noch speiübel von der süßen Butter, wahrscheinlich außerdem von der Busfahrt in der Ziehharmonika oder wie die Kinder sagten, im Schlenki. Ich kam in der Seepromenade gerade zurecht, um die allererste Feuerprobe mitzuerleben. Herr Freitag, der hiesige Kohlefahrer, hatte eine Kiepe Briketts vorbeigebracht. Die 3 Handwerker standen mit dem Bürgermeister im Keller vor der offenen Kesseltür. Das Hölzchen war gezündet, die Späne brannten. Nun dauert es eine Weile, sagte einer. Jedenfalls die Wassersäule steht seit einer Woche wie eine 1, sagte ein anderer. Der Bürgermeister legte Holzscheite und die ersten Briketts auf. Es lummert. Er nickte und schloss feierlich die Ofentür. Ich wankte, der Magen, die Umstände. Nun wankte ich wahrscheinlich auch noch vor lauter Freude. Luft, dachte ich, ich brauche frische Luft. Ich gehe mal nachsehen, ob der Schornstein schon raucht. Ich rannte hoch. Die Rohrleger, der Maurer, kamen neugierig hinter mir her. Ich hielt meinen Bauch, atmete tief. Wir standen auf der Wiese vorn an der Straße. Oben aus dem Schornstein flatterte ein weißes Fähnchen. Wer sagt's denn? Das sieht gut aus. Jetzt kann der Winter kommen. Erst einmal mein Kleines. Mir kamen die Tränen. Der größere Kerl umarmte mich. Wir guckten nun alle zum Schornstein. Es war ein sehr schönes Bild. Weißer Rauch gegen blauen Himmel, eigentlich ein Idyll. Der Rauch stieg, die Handwerker prüften von oben nach unten. In den Räumen alle Heizkörper und Rohre, die Ventile waren dicht, Wärme breitet sich aus. Morgen hauen wir ab. Wir räumen die Baustelle. Wunderbar, morgen gibt es Sekt, morgen geht es mir hoffentlich wieder etwas besser. Wir hatten 2 Flaschen mitgebracht. Mein Gefährte musste erst zur Spätschicht zum Drehort. Robby musste nicht in den Kindergarten. Heute
wollen wir mit den Arbeitern anstoßen. Prost auf den Winter, die Zukunft, das Leben. Aber wir kamen zu spät. Die Baustelle war schon geräumt. Valhalla zeigte wieder lichte, ungemütliche Weite. Zwei Bierkästen mit leeren Flaschen winkten wie ein letzter Gruß. Die Dielenbretter hatten ziemlich gelitten. Schrammen, weiße Mörtelkleckse, Brandstellen von den Funken des Schweißgeräts. Unsere Freunde, bald unsere Nachbarn, hatten sich diesen Vormittag freigenommen. Sie pirschten sich hinten durch die offene Küchentür ins angewärmte Grenzgebietshaus. Der Freund meinte, warum habt ihr denn so irre dicke Rohre genommen und so klotzige Heizkörper? Er merkte außerdem an, dass die Maurer unnötig große Löcher durch die Wände gedonnert hätten und durch die Dielen, wie in einer Fabrikhalle, solche unverschämten Löcher. Ich nahm Robby mit in den Keller, ich zeigte ihm den eisernen Ofen, das Ofenloch, ein Drachenmaul. Unter dem Rost lag noch das Aschehäufchen vom Testlauf. Hier machen wir im Winter mit Holz und Kohle jeden Tag Feuer. Dann wird es im ganzen Haus warm. Wir sind alle faul wie die Murmeltiere. Das Baby schläft, du gehst nicht in den Kindergarten. Wenn der nächste Sommer vorbei ist, kommst du hier im Dorf in die Schule. Dann bist du ein Schulkind. Muss ich in der Schule Milchhaut essen? Das musst du nie. Robby lehnte sich an meinen Bauch. Ich kannte die Welt nicht. Doch ich muss, flüsterte er so leise, dass ich aufhören konnte zu lügen. Wir stiegen die Treppe hinauf. An uns vorbei trabte die Katze, die wir manchmal unten am Stacheldraht gesehen hatten. Sie wohnte jetzt hier. Sie war als erste in das Haus eingezogen. Oben wartete sie auf uns. Von nun an wartete sie immer auf uns. Sie wartete am Gartentor, sie tigerte mit uns ins Haus. Im Märchen heißt es zum Schluss, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Da mache ich doch erstmal eine Pause. Danke. Ja, vielen Dank. Wir haben vorhin das Haus auf einem Foto gesucht, wo die Grenze zu sehen ist. Es war ja ein Haus, wo quasi der Weg zum See versperrt war. Ne? Ja. Nur so als Erklärung. Also ja. Quasi man konnte nicht in den See springen von Nein. dort. Ne? Eigentlich eine Idylle, aber eben eigentlich. Mhm. In Ihrem Buch ist es ja so, dass Sie oft so Erzählanlässe haben, die ganz klein sind und dann werden ganz große Geschichten erzählt. Also eine Geschichte zum Beispiel, die Steuererklärung muss gemacht werden und die Reise nach Italien muss irgendwie begründet werden. Und daraus entsteht eine Riesengeschichte mit einer Figur, die quasi Teppiche repariert und so weiter. Wie war das bei der Geschichte? War das die Übernahme des Hauses durch die Alteigentümer oder wie kam es zu diesem Erzählanlass? Das zieht sich ja durch das ganze Buch auch durch. Also nein, die Übernahme der Alteigentümer, die spielt eigentlich für mich überhaupt gar keine Rolle. Die spielt nur eine Rolle, da sind die, ich würde mal sagen, Alteigentümer, schon längst wieder Bewohner und haben das Haus ein zweites Mal renoviert. Denn ich habe zwar hier Schluss gemacht an einer Stelle, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Ich hätte hinterher noch sagen können. Und 25 Jahre später war das Haus wieder zerfallen, weil das Haus wieder also keine Bewohner mehr hatte. Also alle waren wieder woanders. Also da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten noch zu erzählen, die ich jetzt mal nicht so plaudernd erzählen möchte. Es hat eigentlich nichts mit Alteigentümern zu tun. Aber war das klar, dass Sie darüber schreiben werden? Hatten Sie das schon skizziert und dann wieder aufgenommen? Oder wie kam es zu diesem? Wie es dazu kam, also das kann ich eigentlich... Das
was ist so eine Ursituation in einem, das Haus zu sehen als ein etwas Unerreichbares und das nur irgendwie besetzen zu wollen. Das taucht auch in anderen Geschichten von mir auf. Also ich kann gar nicht sagen, wieso das ein Anlass war. Es fängt eine Geschichte an. Es fängt, nachdem sozusagen einer zum Glauben des Martin Luther übergetreten ist, in dem und dem Jahr, fängt im Jahr 1962 eine andere Geschichte an, und die fängt an mit einem Haus. Und so geht Geschichte. So geht Geschichte irgendwann vor 300 Jahren, und so geht Geschichte, wenn nach 300 Jahren auch 1962, aber in dem Fall ist es was gegen Gegenwart. In Ihrem Buch ist es ja einerseits dieses Behaustsein, dann gibt es das Unbehaustsein, es gibt das Wandern und es gibt das Schwimmen. Ist es für Sie so, dass Sie während des Schwimmens oder des Wanderns auch über Sprache oder Literatur nachdenken? Machen Sie da so Skizzen? Also ich bin auch eine Schwimmerin, und bei mir ist es oft so, dass mir was einfällt beim Schwimmen, und dann hätte ich am liebsten Papier im Wasser und muss irgendwie dann ganz konzentriert schwimmen, damit ich das auch nicht vergesse. Das stimmt. Also beim Schwimmen kann man sehr gut nachdenken, fabulieren. Das ist mir ganz besonders deutlich geworden, als ich mal gar nicht so sehr mit mir zu tun hatte, mit meiner Schreiberei, sondern ich in Zeiten, als ich mich vertieft habe in Studentengeschichten. Ich war eine Zeit lang als Drehbuchlehrerin sozusagen an der Filmhochschule, und da hatte ich oft Texte von Studenten, und die sind mir durch den Kopf gegangen, und mir ist es ganz besonders beim Schwimmen aufgefallen, dass ich immerzu über diese fremden Texte nachdenke und versuche, die zu bewegen oder zu irgendeinem Ende oder an neuem Anfang zu führen. Also jedenfalls das Fabulieren mit irgendwas, das fiel mir da besonders auf. Aber natürlich geht es auch mit eigenen. Aber aufgefallen ist es mir bei den Fremden. Und wie arbeiten Sie? Haben Sie ein Notizbuch und schreiben das dann auf und holen das irgendwann wieder raus? Oder? Weil hier sind es ja auch sehr verschiedene Sachen, die Sie quasi verbunden haben miteinander. Nee, ich habe keine Notizbücher. Ich fange an und komme zu irgendwelchen, die Notizbücher habe ich nicht. Also ich habe zwar Notizbücher, aber die nützen mir nichts. Also die brauche ich nicht zum Schreiben. Manchmal denkt man ja, dass bei Ihnen, dass Sie das erst so ganz barock aufschreiben und dann streichen Sie ganz viel wieder weg. Ne? Nee. Das machen Sie nicht. Nee. Weil es gibt eine Stelle, wo ich wirklich auch eigentlich weinen musste. Das war, weil es ist mit so einer Unsentimentalität herzzerreißend geschrieben. Das ist diese eine Seite über ihre Tochter, wo man denkt, das war vielleicht mal eine große Geschichte, und dann wurde immer mehr eingekürzt und dann sozusagen die Essenz davon. Nein, also ich, das kann ich nicht so, also wirklich nicht. Ich habe, es wird natürlich ganz viel gekürzt, das stimmt schon, wenn es einmal da könnte meine liebe Lektorin viel dazu sagen. Also doch, man muss sich dann doch von etlichen trennen, was nicht dazu gehört, was zu anderen Sachen gehört. Aber es ist nicht, es fallen eigentlich ganze Kapitel raus, aber nicht innerhalb des Textes. Es wird viel gearbeitet und verändert und erneuert und ergänzt oder besser gemacht, aber nicht, dass ich dann irgendwie
vielleicht so 400 Seiten zu 300 Seiten zusammenstreiche. Also so im Text weniger. Hm. Ja, Sie haben eine sehr schöne Stelle, wo es um Kill Your Darlings geht. Ja? Also um das, was man dann auch am Ende wieder rausstreicht. Aber da ging es ja eher um die... Wo? Um was geht's? Um Kill Your Darlings. Etwas rauszustreichen aus dem... Ja. Ja, aber das verstehe jetzt nicht die Frage. Nein, Sie hatten eine Stelle, wo Sie beschrieben haben, dass man quasi sich selber aus einer Geschichte rausstreicht. Sich selber? Ja. Das müssen Sie mir jetzt mal genauer erklären. Okay, nee. Ich frage andersrum. Sie haben ja sehr viele Drehbücher geschrieben. Hm. Wie ist dieser Unterschied zwischen dem Drehbuchschreiben und dem Schreiben in Ihrem eigenen Schreiben? Also ich weiß immer von vornherein, dass also das ist ganz klar gesetzt, das ist ein Drehbuch und, oder das soll ein Drehbuch werden. Das, dem nähert man sich ja an, indem man erst eine Skizze schreibt und dann irgendwie ein Exposé und dann ein Szenarium. Also das wird wirklich so langsam mehr. Während die Prosa fängt mit dem ersten Satz an und geht dann mit dem zweiten weiter. Also das entsteht ganz anders. Allerdings finde ich, von dem Erzählen ist es nicht so sehr viel anders. Ich denke, meine Prosa ist auch eigentlich filmisch. Also ich gucke nicht in die Figuren hinein, sondern ich gucke auf die Figuren, ich gucke den Figuren zu, ich gucke drauf. Ich lasse sie agieren, gelegentlich mal nachdenken, aber selten eigentlich. Ich lasse sie eigentlich viel mehr agieren und versuche die Sprache zu finden, um die Figuren sichtbar zu machen. Und das, finde ich, ist genauso beim... Also, oder vielleicht kann ich so erklären, ich stelle es mir erstmal alles als Film vor und schreibe es dann. Ja, interessant. Ja. Haben Sie nach Stein nochmal Drehbücher geschrieben? Oder ist das irgendwann für Sie auch vorbei gewesen und Sie haben gesagt, ich schreibe jetzt nur noch... Wir hatten noch eins geschrieben für Roland Gräf, eine Geschichte, die in Kasachstan spielt. Und das ist aber leider kein Film geworden. Der Regisseur Roland Gräf hat sehr darum gekämpft. Aber das war in den 90er Jahren und da ging es um viel Geld, was noch gebraucht wurde. Er hatte zwar schon einen ganzen Batzen, aber der Rest hat gefehlt und deswegen ging das nicht. Sie haben ja verschiedene, ja, eigentlich mehr als Kapitel, fast wie Erzählungen, die dann aber doch wieder miteinander verbunden sind. War das von vornherein klar, wie der Ablauf ist? Hatten Sie das auch schon im Kopf oder haben Sie das am Ende zusammengestellt? Also es fängt ja mit einem Ausreißer an, der taucht dann wieder auf, zieht sich so durch das Buch, wie auch das Haus sich durch das Buch zieht, ja. Das Reisen und das Schwimmen. War das, haben Sie das am Ende erst zusammengestellt oder... Ja, es ist manches, wo ich darüber nachgedacht habe, ob man es nicht rausnehmen sollte, weil es nicht ganz unmittelbar dazu gehört. Oder sagen wir mal nur in ziemlich übertragenem Sinne, wenn man das mit den heimlichen Reisen mal ganz, ganz weit und nimmt. Da hätte man vielleicht auch manches Kapitel ausnehmen können, aber mir gefielen die auch wiederum und so blieben sie. Also zum Beispiel der Vogelschnarch, der hätte vielleicht nicht unbedingt gefehlt, aber im Naturkundemuseum hier in der Nähe, also ich fand es schon, mir hat er gefallen und ich wollte es eigentlich, dass es drin bleibt. Ja, der hätte jetzt auch gut hier an den Ort gepasst, ja? Ja. Ist ja quasi um die Ecke. Ja. Aber wir hören noch einen anderen Ausschnitt. Ja, hier. Ich wollte ja nun mal wirklich eine Reise lesen, obwohl mir im Nachhinein, also finde ich ja,
passt der Titel sehr, obwohl der erst sehr spät dazu gekommen, also wir haben ihn erst sehr spät gefunden, aber er passt eigentlich an allen Ecken und Enden. Ja, ist wie so ein Abschluss, ne? Also am Ende hat man den Titel für den. Ja, ja. Also jetzt aber ein echtes Reisekapitel. Ich wohnte als Gast der Max Kade Foundation auf dem Campus in einem Dormitorium hinter einer mit grünem Leder gepolsterten Tür in einer Professorenwohnung. 3 Zimmer, ein King-Size-Bett, Nachttisch samt Bibel in der Küche, ein riesiger Freezer mit Literflaschen voll Schnaps und Likör. Denn ich kam aus einem Christen- und Säuferland. Mir standen Alkohol und eine Bibel im Bedside-Table als Ausstattung zu. Vorgänger hatten wahrscheinlich darum geklagt. Sonst war alles sauber, kantig, desinfiziert und sicher. Sicherheitsschlüssel, Sicherheitsriegel, Schiebefenster mit Gittern gegen Einbruch und Mücken. Auf dem Schreibtisch eine unverwüstliche Leselampe, Locher Stift und ein gelber Schreibblock, nicht DIN A4, sondern amerikanisches Maß, Letter 8,5 x 11 Inches. Oberlin College im Staate Ohio. Die Tür zu meinem Departmentbüro stand in den Nachmittagsstunden für alle Germanistikstudenten offen. Brian nahm sich einen Stuhl. Er stellte ihn in die Mitte des Raums, schlug die Beine übereinander, kippelte gefährlich und erklärte mir, dass er nach dem Studium für ein paar Jahre als Russischlehrer nach Honolulu gehen werde. Anne warf ihr schwarzes Cape neben den Stuhl. Sie schüttelte die langen, tizianroten Locken. Sie werde Kinderbuchautorin. Sie gedenke, in Japan zu leben. Dort finde man die besten Verlage für Kinderbücher und auch weltweit die besten Illustratoren. Ich bewunderte diese Kinder und sie taten mir leid. Ich hätte sie in den Arm nehmen wollen. Ich wusste nicht, wie ich ihnen helfen sollte. Manchmal stellte ich die verrosteten Fahrräder, die draußen auf der Wiese herumlagen, unter das Dach in die Fahrradständer. Manchmal sortierte ich die Wäsche aus den zentralen Wäschetrocknern, vornehmlich Socken. Ihre Eltern hatten wahrscheinlich viel Geld, doch das versteckten die Kinder sorgfältig unter schlampiger Mode und Fleiß. Ich hörte jeden Abend ein Konzert in der Chapel Hall, staunenswerte Solisten, weltberühmte Gastdirigenten, Komponisten, Luciano Berio in Residenz. Ich holte mir jeden Samstag die Sunday Times aus meinem Postfach in der Main Hall. Anschließend fuhr ich mit einer Gruppe Altstudenten unter Leitung eines emeritierten Professors, eines knorrigen Waldschrats von der Art, wie ich sie von zu Hause aus meiner Gärtnerlehrzeit kannte, in die sogenannte Botanik, also irgendwohin über Land ins Grüne, wo im Verborgenen Skunk Cabbage oder gar Symplocarpus blühte, oval growing directly from an underground steam. Immer pfiff der Wind, immer ging es durch sumpfiges Gelände und ich dachte, es lohnt sich nicht mehr. Nun ist es gewiss schon zu spät, um noch Gummistiefel Wellingtons anzuschaffen. Es wäre aber nicht zu spät gewesen, denn am Samstag darauf fuhren wir wieder mit 5 prunkvoll zerschlissenen Autos in ein winterlich kahles Feuchtbiotop. Caltalpa palustris, Lini sei Dank, wir Botaniker hatten eine gemeinsame Sprache. Auf diese Art unterwegs lernte ich Landschaft und Menschen kennen. Ich schrieb alles auf diese gelben amerikanischen Zettel. Im Vorlesungssaal sah ich viele Linkshänder vor mir sitzen und überall in den Fluren Wasserfontänen, vorsorglich gegen den Durst. Überall immer wieder die Buffets für die verschiedenen Ernährungsarten. Schon damals rauchte man nicht mehr an den Universitäten. Nur die Frau des Präsidenten, Senior Professor der Germanistik, schritt spindeldürr mit der erhobenen linken Hand durch die Flure, zwischen Zeige und Mittelfinger eine bleistiftdünne Zigarette. Es gab im College 7 verschiedene Glaubensrichtungen, so auch im Gelände verteilt 7 mit Symbolen und Fahnen geschmückten Gebets- und Versammlungshäuser. Man lud am
Sonntagvormittag zum Brunch ein. Bowle und Kürbiskuchen standen bereit, um einen dunkelhäutigen Professor, schlank, groß, das Genie des College, bildete sich sofort ein Kreis. Man zeigte Verehrung, unaufdringlich, selbstbewusst. Auch ich stand während dieser Meetings nicht allein. Man kannte mich nicht näher, aber man wusste oder vermutete, ich war die diesjährige aus Europa. Ich kam, wie die Stiftung es wollte, aus einem deutschsprachigen Land, zum Beispiel Berlin, vielleicht aus dem Osten, wo auch Deutsch gesprochen wurde. Wer von den Anwesenden Europa besucht hatte, der war meist in West-Berlin am Brandenburger Tor gewesen und hatte von der Aussichtsplattform über die Mauer geguckt. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Präsident Reagan hatte sich mit diesen Worten effektvoll in Szene gesetzt. Ein Schauspieler, Hollywood, lässt grüßen. Und ich kam von dort drüben. Der Departmentchef hatte erzählt, dass mein Besuch hierher 3x3 Jahre verschoben werden musste, weil man mir 3x die Ausreise verweigert hatte. Oh my goodness, that's terrible. That's for 17 million people. Mein Kreis lächelte verständnisinnig. Ich hatte mich wahrscheinlich wieder nicht richtig erklären können. Mein Englisch reichte nicht für die tieferen Gründe unseres Daseins. Das German Department präsentierte in diesem Jahr mit mir einen scheuen, einsilbigen Gast. No wonder, she lives behind the iron curtain. In den verschneiten Büschen flatterten leuchtend rote Vögel, Kardinäle. Von diesen märchenschönen Vögeln hatte ich in meinem Leben noch nie etwas gehört. Ich hatte, um die Reise vorzubereiten, schnell noch einiges gelesen über den Norden der USA. Ich hatte mit meinen Vorgängern, den Wolfs, Uli Plensdorf, Jurik Becker, telefoniert. Sie hatten mir Tipps gegeben, Hinweise zum Einkaufen und zum Straßenverkehr, doch die Hauptsache hatten sie vergessen. Ein Kardinal im Schnee. Das war die alles in den Schatten stellende echte Offenbarung. Ein Beweis. Der wahre Grund. Mit Recht das Wahrzeichen von Ohio. Meine Lieben, stellt euch vor, die haben hier knallrote Spatzen. Von einem Tag auf den anderen war der Frühling gekommen. Er kam wie im Lied, größer als Lenz und wehte lau. Gestern weißer Schnee, heute grünes Gras. Viele Sachen waren wieder da. Fahrräder, Tennisschläger, rechte und linke Handschuhe, Fußbälle. Man zog sofort Schuhe und Strümpfe aus, lümmelte in Turnhosen auf den Campuswiesen. Unterm ersten Frühlingsmond begann die Zeit der Proteste. Schimpfende Studentengruppen wanderten um das Haus des Präsidenten. Es hatte schon vorher in den Hörsälen Sit-ins gegeben. Weinende Studentinnen am Rednerpult, eine junge beherzte Chinesin, begleitet von einer Freundin, die mit sehr ernster Miene die gelben Manuskriptblätter auf dem Pult umlegte, Wasserflasche, Papiertaschentücher assistieren zu Trost und Zuspruch bereit. Sexual Harassment und rassistische Gemeinheiten. Man hatte an den Türen der Toiletten ungehörige Sprüche und schmutzige Zeichnungen vorgefunden. Jetzt marschierten Studentinnen und Studenten solidarisch noch einmal quer durchs Gelände. 1, 2, 3, down the click. Und ich war an diesem Abend zu dieser Stunde ins Haus des Präsidenten zu einem traditionellen Vollmond-Nachtessen eingeladen. Canceln. Ich dachte, Essen und Tradition sollte man unter diesen Umständen canceln. Türen und Fensterläden zu. Ich machte, um mich zu beruhigen, einen Umweg, wanderte beklommen eine Ringstraße und dann eine breite Zufahrt zu einem hoffentlich gesicherten Quartier, in der Ferne das Getrommel. Der Präsident empfing mich mit Serviette und Champagnerflasche, im Hintergrund das Gemurmel der Gäste. Outside is fire, brachte ich beklommen hervor. Er winkte ab, füllte ein Glas. Er erklärte mir,
dass ich so einen Studentenaufruhr hin und wieder ereigne, meist im Frühling, meist vor den Prüfungen. Der Krawall sei eine gute Therapie gegen den Weltschmerz und die Prüfungsangst. Ob ich in den Osterferien mit nach New Orleans kommen möchte. Er spiele dort im Orchester der Universität. New Orleans über die Osterwochen, ohne Hurricane, ohne betrunkene Diebe, ein Schlaraffenland. Danach 14 Tage San Francisco im Mission District, danach 300 Meilen on horseback durch New Mexico und Arizona. Ich lebte heimlich in Büchern und in Filmen. Ich spielte einfach so, wie ich war, ohne Maske und Kostüm, an den jeweiligen Schauplätzen die gerade laufenden Szenen mit. Film ist eine synthetische und reproduzierbare Kunst. Film ist ein unverwüstliches Echo. Zwei Sommer darauf flogen die amerikanischen Studenten bei mir im Gelände ein. Ich besaß nun wieder eine Art Garten, eigentlich mehr ein Stück Wald, aber mit Rhododendronbüschen und Bänken, 7 Luftmatratzen unter einem Schieferdach. Es war erprobt, es gehörte zum College-Programm, dass die Studenten in den Ferien nach Europa flogen. Neu war, dass sie bei mir Station machen konnten. Ganz selbstverständlich, unverzüglich, sofort. Ich war nicht überrascht. Auch dass sie fast alle Vegetarier waren, überraschte mich nicht. Ein Sack voll Walnüsse, das war meine Rettung. Brot, Butter und Honig. Sie lagerten malerisch unter märkischen Kiefern rings um die Futterstelle und schwatzten fröhlich über die Sachen, die gerade in Germany Ereignis waren. Sie wussten Bescheid. The wall had fallen down. Ich stopfte die ganze Gesellschaft, Studenten des German Departments, hauptsächlich Black and Asian People, in meinen blauen Trabi-Kombi. Wir schwammen quer über den See am Grenzgebietshaus. Hier habe ich früher mal gewohnt, other days behind the wall. Es sah wüst aus im Gelände, aber schön. Die Situation unerklärlich märchenhaft. Die bunten Kinder, die Freizügigkeit. Unsere Sachen hatten wir im Ostgebüsch abgelegt. Drüben im Westen konnten wir, weil wir nackt waren, braun und gelb und rosa, leider an der offiziellen Badestelle nicht aus dem Wasser steigen. Also ohne Landgang zurück. Das war kein politischer Zwang mehr. Es war nunmehr eine Frage der unterschiedlichen Sitten im Westen und im Osten. Das konnte ich meinen Gästen schnell erklären. Wie aber sollte ich glaubhaft machen, dass es sich bei den am Ostufer liederlich herumliegenden Betonbrocken um die Reste der Mauer, also um Teile des berüchtigten, unüberwindlichen, eisernen Vorhangs handelte? Sie schauten zweifelnd. Ich musste es schwören. Als ich sie überzeugt hatte, griffen sie begeistert zu. Jeder schnappte sich einen Klumpen. Wir malten Strichmännchen drauf. Ab damit nach Amerika. Really, the wall had fallen down. Danke. Sie waren ja seit 1993 Professorin für Drehbuchschreiben. Ja. Und haben auch, wie wir jetzt gehört haben, in Amerika gearbeitet. Können Sie sagen, ist das unterschiedlich über die Jahre gewesen, das Interesse der Studierenden, hat sich das verändert? Oder sind ja dann noch fast zwei Generationen gewesen, die Sie... Ja, ich war nicht so sehr lange. Na, aber trotzdem, ich hatte das Gefühl, dass sich in den wenigen Jahren doch was geändert hatte. Die erste Zeit hatte ich meine, sozusagen, die Kinder und... Also die Generation Ihrer Kinder. Meiner Kinder, ja. Und später dann fast die Enkel,
Die Studenten waren dann auch schon wieder etwas jünger geworden. Die ersten Studenten, die ich kennenlernte, waren ältere Semester. Und die Jüngeren, hatte ich das Gefühl, die waren neugieriger, die waren aufmerksamer. Das lag sicher daran, dass eine Generation dazwischen lag. Also für die habe ich dann so ein wenig wie aus der Vergangenheit trauen können. Das war meine Geschichte interessierte schon mehr, also was ich ihnen zu bieten hatte, auch an Erfahrung, an Schreiberfahrung. Dass die letzten Jahre, also hatte ich das Gefühl, waren besonders schön und interessant. Kann natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass ich nun auch ein bisschen lockerer geworden war und wusste, hatte zwar kein unbedingtes Lehrgebäude, was ein Lehrmeister ja eigentlich haben sollte. Ich habe jedes Mal von vorne angefangen. Ich wusste nicht, also am ersten Tag gehört sich das und dann in der nächsten Woche das, sondern ich habe also mir von einer Woche zur anderen, darüber nachgedacht, was können wir denn am besten machen. Und wir haben dann meist an Texten gearbeitet. Und es war sehr wichtig für mich, dass ich um mich herum noch also wirklich Leute hatte, Lehrer, würde sagen fast Altersschule, die so ein Lehrgebäude hatten. Und darin konnte ich sozusagen mit einwohnen. Also sie hatten klassischen Unterricht in historischer Dramaturgie und in Musik und Literatur und so weiter. Also sowas musste ich nicht machen. Später, das allerdings war vielleicht ein bisschen, also habe ich für die Studenten als Nachteil empfunden, waren eigentlich auch alle anderen, von allen anderen Fächern, die in Literatur unterrichteten, auch die machten Projekte. Also es wurden dann nur noch von allen Profs Projekte gemacht. Und das fand ich nicht ganz okay. Also ich brauchte die anderen schon, um da unterzukommen. Also Ja, meine Erfahrung ist als Lehrerin oder als Dozentin, dass je weiter die Zeit weggeht, also je mehr Zeit vergeht, desto interessierter sind die Studierenden an dieser Zeit, ja, also auch an dem, was so quasi randständig war. Das hat sich, glaube ich, also im Laufe der Zeit, wo ich Hochschullehrerin war, auch sehr geändert. Ne? Mhm. Und je weiter weg, desto interessierter. Ja. Und verfolgen Sie das auch, was Ihre Studierenden so an Filmen dann machen? Ja, das ist natürlich, also die wenigsten blieben dann als Autoren beim Film. Also das finde ich auch in Ordnung. Also das vertut sich dann. Einige haben angefangen, Bücher zu schreiben. Und da sind Sie ja ein gutes Vorbild, ja. Also die schreiben. Und andere haben versucht, also sind Regisseure geworden. Also die sind nicht Autoren geblieben. Und wieder andere haben also ganz andere Sachen gemacht. Also das finde ich aber ist kein, da muss man nicht verzweifeln, das ist so. Also man findet dann erst die richtige Berufung während des Studiums. Ja, die Zeit ist schon recht fortgeschritten. Ich habe noch eine Frage. Wenn Sie fertig sind mit einem Buch, räumen Sie dann Ihren Schreibtisch auf und dann ist es weg? Schmeißen Sie dann auch die Sachen weg oder fangen was Neues an oder bleibt das noch? Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Wenn ich ans Gartenbuch denke, also ich weiß nicht, wie Sie sich es vorstellen.
es liegt ja nicht unheimlich viel, weil ich ja keine Notizen mache. Da liegt eigentlich auch gar nichts rum. Also ich kann gar nicht. Also es ist nicht wie bei Friederike Mayröcker, wo... Ich weiß nicht, was ich wegschmeißen soll. Ich stelle vielleicht ein paar Bücher, die gerade um mich rum liegen, die räume ich vielleicht auf. Aber sowas also... und das ist auch jedes Mal anders. Ist nicht so ein Aufräumen. Und sind Sie an einem nächsten Buch? Ja, ein bisschen versuche ich schon was, ja. Ja, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg und danke für dieses Buch. Wenn Sie noch mit der Autorin sprechen möchten, Sie können hinterher noch gerne auch Ihre Bücher signieren lassen. Aber vielen Dank erstmal. Danke auch. Dankeschön. Danke.